Hallo ihr Flöhe, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt auf dem Nintendo Switch. So, wir sind in den unterirdischen Katalysationen, Elfenruinen, wie auch immer das jetzt möchte. Leichenfresser, Ghoul, kleines blaues Muttergen, ein kleines grünes Muttergen. Die wollen das da lang gehen. Da gehen wir noch spontan hier lang. Okay. Hat sich nicht gelohnt. Ist abgeschlossen. Dann gehen wir die andere Seite lang. Moment, ich muss mich gerade um ein kleines Problem kümmern. Ein kleines, großes Problem. Ich bin. So, dann gucken wir mal. Schlüssel zur Kanalisation. Gerald, musst du den Schlüssel. Der Schlüssel hast du mittlerweile in der Hand. Brauchst nicht mehr auf den Tisch zu gucken. Ist hier noch was? Nö. Inventar, gucken wir mal nach der Rüstung, die wir eben bekommen hatten. Ja, also sieht schon nicht besonders aus. Ja, ist auch nichts Besonderes. Alchemistenpulver. Was haben wir hier? Nix. Ah, Alchemistenpulver. Ich wirbel noch gar nicht. Was soll ich machen? Da, jetzt wirbel ich. Wer da? Geralt? Götter, ich halluziniere. Ich hol dich hier raus. Keine Chance. Wir werden hier beide sterben. Sheila? Sie haben sie zuerst gefangen. Ihr Zustand ist kritisch. Der Wärter hat ihn immer bei sich. Sein Zimmer ist oben. Bin gleich zurück. Also ja,
Sheila habe ich leben lassen. Und die wird dann leider hier gefoltert. Oder misshandelt ist, wie ihr es nennen wollt. Aber im Prinzip ist es ja nichts anderes als Folter. Hier geht's runter. So. Brot. Hier ist nix. Bisschen Alkohol und die Treppe rauf. Ich komme hier gerade keine Müdigkeit vorschützen. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Also dafür, dass ich ewige Feuer beschützt, hat sich das gerade ziemlich verbrannt. Die Mauritiumfesseln und ein Hexenjägerschwert. Die wunderbare Welt der Insektoiden. Ah ja. So. Alchemistenpulver. Haha, also das kriegst du nicht. Grauhaariger Pisser. Hab ich Hexensturm? Hab ich den? Hä? Hab ich das nicht? Ich glaub, ich hab's nicht ausgerüstet. Gleich bist du dran. So. Zack. Weg mit dir. Pass auf, der Wirbel! Verdammt! Haha. Du dreckiger Hurenbock! Noch wer? Oder sind alle bedient? Ewiges Feuer! Ach, das ist der Aufseher. Eindringling! Ich will ihn lebendig. Lebendig! So, gegrilltes Fleisch, ein Hemd, ein Sch-
Streit folgen. Altes Schafsfell, Alkohol, leere Flasche. Ein Püppchen. Da hinten, da wartet doch noch einer. Machen wir es schnell. Schneller. Oder vielleicht. Oder blitzschnell. Geht auch. Oh, die haben es aber nett hier. Schick. Quecksilberlösung. Kunst des Manövrierens? Was, Kunst des Manövers sagen, aber okay. Die Liste der Gefangenen. Haben wir aber ziemlich viele Gefangene. Öffne die Zelle. Ich geh nochmal rum. Vielleicht finde ich ja noch ein, zwei Hexenjäger. Der Wind heult. Naja. Naja. Kannst du halt nicht hier runterspringen. So, Apigaloppi. So. Hier sind die zwei drin. Danke. Hab Dank, guter Mann. Mögen die Götter dich belohnen. Danke. Und pass auf dich auf. Lass dich nicht kriegen. Kein Problem. Alle befreit, außer die zwei Mädels. So. Was machst du da? Yen wird gleich kommen. Diese Bastarde in die Finger kriege. Ich schaff's nicht. Halt durch. Du musst durchhalten. Ich sterbe, Jenna. Ich bin eine Zauberin. Lass mich in Würde sterben. Ich werde es tun. So, falls euch erinnert, ganz am Anfang konnte man sich aussuchen, beziehungsweise aus dem
vorherigen Teil übernehmen, ist so, was mit ihr passiert ist. Denn eigentlich sollte sie durch eine Reise durch das Megaskop sterben. Oder durch ein Portal eigentlich, nicht durch ein Megaskop. Irgendwie so, ich hab's nur noch dunkel im Kopf. Also sie wäre so oder so gestorben. Gehen wir. Ich werde es tun. Jen, bring Rita hier weg. Geralt. Jenna, diskutier ein einziges Mal nicht mit ihm. Ich kann nicht mit euch beiden durch das Portal. Du musst alleine rausfinden. Ich mag Portale sowieso nicht. Geht. Seltsam. Es gab eine Zeit, da hätte ich dich gebeten, das nicht zu tun. Nein, du hättest nicht gebeten. Du bist zu stolz. Also wenn ihr ihr einen Gefallen tun lassen wollt, also dann lasst sie vorher sterben. Ich glaube, es ist weniger grauenvoll. Raus. Warte auf Tagesanbruch. Hast du gehört? Ein Magieraufstand. In Deriat hat es einen Aufstand gegeben. Oh. Sollen sie kommen, können meine Klinge kommen aus dem Weg. Muss noch. Also. Ich lauf dran vorbei. Da müssen wir hin. Vielleicht noch vorher was verkaufen? Ich habe schon ziemlich viel Zeug da mitgenommen. Oder? Muss mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich jetzt mit Ciri unterwegs bin. Ich glaube nicht so lange. Ich glaube, es geht. Meditieren. Jeder für sich selbst. Achso, die ist gar nicht hier. Ich wollte sagen. Schon wieder 1 ab 18 chillen. Ich hoffe, ihr hört das gerade nicht. Der Wagen steht direkt unter meinem Fenster.
Oh, Mann, wo muss ich denn? Wo ist sie denn? Ach ja, ich weiß, wo die ist. Wetter ist nicht mehr weit draußen. Das kam ein Bug, da konntest du dich mit denen hier kloppen. Und dann kam immer mehr davon. Und es war ein Krampf für mich, einen von denen Platz zu machen. Haben die nachher rausgepatcht, ging nicht mehr. Ah, da steht sie nämlich. So, also wir machen hier Cut. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Abo da. Und dann verpasst ihr auch nicht, wie wir die Erledigung mit Ciri in Novigrad machen. Eure